Wüst. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. So. Hallo Jana. Hallo. Darf ich zu dir auf die Wippe? Natürlich. Dankeschön. So, Achtung, das wird sich jetzt bewegen. So, jetzt bist du ganz oben und ich bin ganz unten und wüsste gerne von dir, wie alt du bist. Ich bin 10 Jahre. 10 Jahre alt, mhm. Und du gehst hier in den Hort in der Kita? Ja. Und du kommst jetzt nach den Ferien dann in eine neue Schule? Ja. Ja, Jana, für dich war das jetzt ja auch eine harte Zeit mit Corona. Ja. Wie war das für dich? Also nicht so schön, weil ich konnte meine Freunde nicht sehen und das war dann halt schon blöd. Mit diesem Wechselunterricht, das hat mich auch schon ganz wahnsinnig gemacht. Ja. Was war ein Blöd an dem Wechselunterricht? War so? Dass ich nicht genau mit meinen Freunden in eine Gruppe kam. Ach so, ja. Und dass wir immer zur gleichen Zeit nicht immer gehen mussten. Also die eine durfte früher gehen, die andere musste später da bleiben. Das war schon blöd. Ja, und man kommt ja auch ganz durch, ne? Man weiß ja dann irgendwann gar nicht mehr, hat man Schule oder hat man keine Schule. Ja. Ja. Habt ihr in der Grundschule, aber ihr habt da auch mit Maske im Unterricht gesessen, oder? Ja. Wie hast du das empfunden? Nicht so gut, weil die Maske drückt mich ja an den Ohren. Ja. Und das tut dann auch weh. Man kann ja noch nicht so frei atmen, wie man sonst kann. Aber jetzt, in diesen letzten Wochen, durften wir die Maske auf dem Platz ausziehen, aber wenn wir irgendwo hier im Klassensaal, Schulgelände laufen, müssten wir die anziehen. In der Pause durften wir die eigentlich auch ausziehen. Also wenn ihr draußen wart, durftet ihr sie ausziehen? Dann, ja. Oder? Genau, beim Schulhaus, beim Rumlaufen, mit Maske und am Platz dann ausziehen. Ja. Ja, da waren wir schon froh, dass das so war. Und wenn man sich mal überlegt, vor 1,5 Jahren hat doch niemand gewusst, was eine Maske ist. Ja? Also ja. Hat sich das gar nicht vorstellen können. Und heute gehört sie zu wie ein Kleidungsstück, dass man eine Maske dabei hat. Ja. Als ich das erste Mal einen Mensch mit einer Maske gesehen habe, dachte ich mir, was ist denn das? Wozu trägt er das? Ja, es ist Corona. Wozu trägt er das dann? Ja, es ging aber vielen so. Ja, einmal habe ich meine Freundin nicht so ganz erkannt, dann dachte ich, habe ich mir gefragt, wer bist du denn? Und dann hat die sich gewundert. Ja, und dann hat sie kurz ihre Maske angezogen. Und dann dachte ich, ah, das ist ja die Ayana. Ja, manchmal ist das so, ja. Oder wenn man nur an den Augen sehen muss, ob jemand gut gelaunt ist, schlecht gelaunt ist, gerade einen Zorn hat oder lächelt. Das fand ich immer ganz schwierig, wenn man, gerade auch wenn man mit Menschen zu tun hat, die man nicht so gut kennt. Ja. Das ist auch schwierig, ne? Also, Jana, ich wünsche dir auf jeden Fall mal alles Gute. Und wenn es für dich okay ist, gehe ich jetzt mit den zwei Damen mich noch ein bisschen unterhalten. Ja? Ich danke dir. Achtung, Vorsicht, dich. So, halbwegs sanft abgelassen. Gut, dann gehen wir mal in den Schatten. So, hier kann man gut sitzen. Ja. Was hat denn das mit den Kindern gemacht? Merkt man da was, dass die Corona erlebt haben? Oder ist es wieder, als wäre nichts gewesen? Ja, es ist im Moment. Tasten die sich wieder voran und fragen, dürfen wir die Gruppe besuchen, dürfen wir die Gruppe besuchen. Ja? Und die merken, sie kriegen wieder Freiheiten. Ja. Und dann wollen die auch. Ne? Am Anfang war das schon auch ein bisschen verhalten. Wir haben schon gesagt, ihr dürft auch dorthin, es ist jetzt alles wieder offen. Ihr dürft in den Turnraum, wenn andere Kinder drin sind. Wir haben ja immer geguckt, wenn eine andere Gruppe drin war, dann war es tabu, dann konnten sie nicht mehr. Und, das heißt, die waren schon so ein bisschen dran gewöhnt, dass nicht alles geht. Und sind jetzt ein bisschen verwundert, dass die Regeln wieder lockerer werden. Genau, ja. Man musste wirklich darauf hinführen und sagen, ihr könnt woanders hingehen, ihr dürft andere Gruppen besuchen. Ja. Ne? Und, ich habe ja die ganz Kleinen bei mir in der Gruppe. Und da merkt man schon, dass dann wirklich diese Kontakte nach außen oder auch mal das Betreuen von einer Oma einfach gefehlt hat. Weil das Lösen von einer Mama ist da jetzt nochmal eine noch ganz andere Sache, wo man dann wirklich echt extrem drauf eingehen muss. Also ich habe ein Mädchen erlebt, das war vorher bei mir in der Vorschule. Die konnte so normal mir Hallo sagen und so. Und kaum hatte ich Maske auf, ist die mir richtig ausgewischen. Okay. Also das war für sie so, oh, Corona-Maske. Ja. Also das hat die so verbunden. Und man hat gespürt, sie hat Angst. Ja, also es kamen ja ständig neue Verordnungen. Ne? Also sie schlugen ja zum Teil im Wochentakt irgendwie auf.
Wie war das so fürs Team? Das ist ja auch, ich glaube, auch im Team sind ja Menschen, die Angst hatten und die. Ja. Wie habt ihr das hingekriegt? Also ich muss sagen, das Schlimmste, was uns eigentlich getroffen hatte, hieß, wir müssen im ganzen Haus und auf dem ganzen Gelände Maske tragen. Ja, Außengelände, ne? Ja, also weil ich einfach sage, in der pädagogischen Arbeit mit Maske zu arbeiten, ist eigentlich totaler Humbug, ja. Weil die Kinder, gerade Kinder, müssen unsere Gesichter sehen, die müssen unsere Mimik sehen, die müssen sehen, wie wir mit ihnen kommunizieren, wie wir mit ihnen sprechen, dass sie auch überhaupt ihre Sprachentwicklung vorankriegen und so. Also das finde ich ganz, ganz schwer, gerade bei unseren Kleinen dann auch. Oder auch während der Eingewöhnung, weil ich sehe da nur ein halbes Gesicht und also es bringt nichts. Also da fasst man kein Vertrauen. Also mit Corona einzugewöhnen ist echt ein Kampf. Bei uns war es die Sprachförderung, ja, den fremdländischen Kindern praktisch deutlich zu machen, wie spricht man die Worte aus, das geht nicht. Wenn man den Mund nicht sieht. Ja. Das stimmt, also das mit der Maske, das glaube ich schon. Ja. Man hat viel auf die Kinder natürlich geguckt, also wie die jetzt durch diese Krise kommen, aber es sind ja immer Mitarbeiterinnen, die auch durch eine Krise kommen müssen. Ja. Ich habe jetzt zwei Kinder zu Hause gehabt, mein Mann konnte Gott sei Dank Homeoffice machen, aber das war auch so gerade. Ja, die Kinder hatten den Papa nicht richtig, der Papa konnte nicht richtig arbeiten. Und ich saß da und habe einfach nur Papierkram erledigt oder Wände gestrichen und habe auch gesagt, eigentlich bräuchten die mich zu Hause statt dass ich notwendiger. Hier, wo keine Kinder waren. Das war auch ein bisschen, es hat mich schon auch ein bisschen wütend gemacht. Ja. Ja. Habt ihr einen Raum, in dem ihr euch überhaupt zusammensetzen könnt? Zoom! Also, okay, gut. Also momentan die Teamsitzungen sind über Zoom und auch die Fortbildungen waren über Zoom. Also, was eigentlich ganz praktisch das war. Das war praktisch, ja, weil man dann doch nochmal irgendwie zu Hause ist und dann die Zeit nachholen konnte, die man dann zu Hause einfach nicht hatte. Was heißt, Fortbildungen liefen auch über Zoom? Ja, also das Qualitätsmanagement lief weiter, also das QM. Ja. Und auch Religion, Werte, Bildung, die Fortbildung, die lief auch weiter. Das seid ihr auch dabei, genau. Ja. Das haben wir dann jetzt dieses Jahr auch abgeschlossen. Heute machen wir unseren Abschluss. Ja. Das darf man auch, also das darf man feiern, wenn man so gut dabei ist. Ja. Genau. Das heißt, ihr seid jetzt zertifiziert. Genau. Wir kriegen heute Abend die Zertifikate überreicht. Das ist ja eine Teamfortbildung. Genau. Ja. Was war denn so das Beste, was ihr gelernt habt dabei? Also im Großen und Ganzen diese, was ist überhaupt schon bei uns, wie können wir das ausdrücken, ne? Genau, dann, also es ging ja hauptsächlich auch um Partizipation und das hat uns jetzt auch letztendlich angeregt, ein Kinderparlament bei uns zu gründen. Ah, schön, ja. Und nach dem Sommer geht es dann richtig los bei uns damit. Ja, großartig, ja. Aber das Projekt hat ja auch so ein bisschen den Sinn gehabt, zu gucken, wie werden unsere Mitarbeiterinnen auch sprachfähig in Sachen Glauben, also so, dass man, wenn ein Kind fragt, ja, dass man dann auch Auskunft geben kann. Ich habe immer unglaublich viel gelernt, wenn ich Kinder nach ihrem Glauben gefragt habe. Ja. Also als Erwachsener hat man in aller Regel einen anderen Glauben, aber so dieses, wie Kinder drauf gucken. Also ich denke, es hat seinen Sinn, dass Jesus Christus gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen. Ja. Absolut. Ganz besonders hat es das Video, das wir gedreht haben, wir haben die Kinder gefragt, wie findest du Gott oder was weißt du von Gott? Ja. Und dann kam ein Video zustande, das war richtig schön. Genau. Und was haben die Kinder so gesagt? Wie sie sich denn vorgestellt haben. Manche schon als Wolke, manche dann schon als Mensch mit weißer Kleidung. Und was sie alles gemacht hat. Mhm. Und da waren die so richtig drin. Also manche hat man richtig gesehen, die haben gestrahlt, wenn sie über ihn gesprochen haben. Ja, also es war schön, also wirklich schön anzusehen. Ja. Ich sage immer, Glaube ist so wichtig, weil es wie Träumen ist für Kinder. Und das ist was ganz, ganz Tolles und was ganz, ganz Wichtiges, weil es ihnen einfach nochmal einen zusätzlichen Halt gibt, wenn es zum Beispiel in der Familie oder so nicht funktioniert. Das denke ich halt auch. Ne? Ja. Also auch ein bisschen der Grundstein, den man hier legt mit Religion. Also ich hoffe ja schon, dass das irgendwie so, oder wir sind ja fest überzeugt, dass es so das Leben auch was austrägt. Ne? Also dass man Kindern was mitgibt, was sie stark macht fürs Leben. Ja. Das ist ja für mich so ein ganz großer Sinn darin, dass wir Religion weitergeben. Ja. Und dafür war diese Fortbildung hoffentlich gut. Ja, absolut. Ja. Ja, alles zum Wohle der Kinder. Vielen Dank für das Gespräch und Gottes Segen für alles, was Sie hier tun. Für 160 Kinder, die Sie mit auf die Spur des Lebens setzen und für die Sie mit die wichtigsten Menschen Ihres Lebens sind. Dankeschön. Gerne. Danke auch.
so, also so. Vielen Dank nochmal. Gerne. Alles Gute. Gleichfalls. Und vielleicht mal bis bald wieder. Ja, gerne.